Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mordors Schatten. Wir legen auch direkt los. Ihr wisst ja noch vom letzten Mal, fordere Zog der Blutige raus, indem du seine Uruks in kürzester Zeit tötest. Töte die Uruks so schnell du kannst, um den Zorn des Häuptlings zu wecken. Ja, mein Lord. Okay, töte 5 Uruks innerhalb von 45 Sekunden. Sollte gehen. Ah, so ein Mist. Feuer, Tod, ein Ring, der alles verbindet. Woraus besteht dein Blut? Ich hole besser Verstärkung. Tod, das Leuchtfeuer muss entzündet werden. Was war das für ein Geräusch? Jetzt sind meine Helmgeschosse leer. Ich fasse es nicht. Nein! Ah, da ist er erschienen. Sehr nice. Da ist er auch schon. Und zwar zum Glück nicht so dichte hier dran. Dass es direkt Stress gäbe. Oh, der hat blaue Augen. Alter, Terence Hill von Mordor. Ich hab keine Helmgeschosse mehr. So, den haben wir tot. Das Ding sammeln wir mal ein. Aufgezehrt. So. Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Mit Eskappe kann ich das gucken. Humgrad. Konnten wir dem? Konnten wir dem. Anfällig für Kampf. Okay, der ist aber nicht unanfällig für Fernkampf. Also immun gegen Fernkampf. Das bedeutet, ich kann ihn so bestürmen. Menschendreck! Es ist Selbstmord, meinen Herrn anzugreifen, wenn ich ihn schütze. Deswegen greife ich dich zuerst an, Digga. Huch! Das ging schnell. Ja. So. Blut, Blut. Nicht so schnell, Tag. Wenn ich einen Menschen ausblute, dauert das Wochen. Ah, das erklärt deinen Namen auch so ein bisschen, ne? Ja, werde ich mal. Nicht beim letzten Mal und jetzt auch nicht. Das geht doch verhältnismäßig gut. Da geht der down. Epische Rune. Sweetest. Ach, seht ihr? Fällt mir gerade ein. Ich hätte bei dem anderen Champion-Hauptling vorher. Hätte ich auch nochmal Dings machen können. Hätte ich Todesdrohung hinmachen können und dann hätte der mir auch eine Ebene. Erhöht die Dauer der letzten Chance. Das ist nicht so schlecht. Aber jetzt auch nicht so mördernützlich akut, oder? Also bisher kommen wir eigentlich mal gut klar mit der letzten Chance. Boah, warte. Hier können wir nochmal. Sind das hier drin, die Infos? Ja, liegen hier. Liegen hier einfach so rum. Oh, ist die Musik laut. Die macht mich gerade ganz nervös. So. Das war das soweit. Haben wir noch was? Nö. Uspaka, der Untötbare. Naja. Inspiriert andere Uruks, gemeinsam zu kämpfen. Das ist schön für ihn. Ja gut, was? Eh halten Aufzehrung? Auf wen denn? Auf gar niemanden, erzählt er mir hier. Ja, dann guckt euch mal um. Alles erledigt. Dann gehen wir zu Eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Und dann, glaube ich, sollten wir ins nächste Gebiet kommen.
dann haben wir hier auf der Map alles erledigt. Aber wirklich alles, bis auf die... Ja. Oh, Verzeihung, Herr Sklave. Da habe ich nicht aufgepasst. Mein Fehler. Kommt nicht wieder vor. Bis auf die Fledermäuse, aber ich... Wisst ihr, man kann es ja auch übertreiben. Also vielleicht, ich gehe mal davon aus, ich hoffe, dass es auch auf der anderen Map Fledermäuse gibt. Ich hab genug von diesem Uruk-Bahn, dass wir denn nicht hierher zurück müssen. Da gehen wir bestimmt nochmal in irgendeine Höhle, wo es Fledermäuse gibt, oder? Was ist denn... Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Wer kotzt denn da? Ach, er hier. Komm mal her. So, erzähl doch mal einen Schlag aus seiner Jugend, mein Freund. Zack, hier. Gam, der Verrückte. Und ganz schön verrückt. Misstrauisch gegenüber allem. Selbst seinem eigenen Schatten. Sticht nach seinem Schatten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sind meine Lieblingsleute. Die, Bitch. Schwuppdiwupp aus die Maus. Weiter geht's. Huch. Lachst du gerade über den Sklaven? Lachst du gerade über den Sklaven? Kein Grund zu schreien. Ich hab dich gerettet, mein Freund. Ist alles gut. Alles gut, mein Kumpelchen. So, sind wir gleich da. Alle! Aua. Toll. Also das hätten sie ruhig mal den einen Meter noch kürzer machen können oder den Sprung verlängern, dass sie hier nicht extra weiter hochklettern müssen. Ja, eliminiere den Häuptling, sodass auch der dunkle Herrscher selbst von deinen Taten erfährt. Machen wir. Hab ich den? Hab ich nicht, wa? Den hab ich nicht. Todesdroht. Hätte ich mal nochmal. Egal. Komm, was soll das? Redback, hallo. Was hängst denn hier so rum? Habt ihr das gesehen? Redback hat sich nützlich gemacht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich weiß, was du denkst, Wachläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz des toten Häuptlings einnimmst. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich hinter dir. Es klappt. Ist das ein Typ? Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Töte einen Berserker mit einer Vorsprungtötung. Muss ich kurz überlegen. Vorsprungtötung ist doch so, ne? Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich Gorod und den Henker getötet. Wie ist das nur möglich? Das war ein vermächtiger Uruk. Ich glaub das nicht. Gorods Tod ist eine Sache, aber dann auch noch der Henker? Wenn Redback doch ein wahrer Krieger ist, schlitz ich mir selbst die Kehle auf. Doch, über uns! Oh, das war leicht. Hallo, Mock. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Immer zweimal mehr wie du. Jetzt muss ich einmal nochmal gucken, was er so hat und kann. Tipp, erleidet Schaden durch Fernkampf, das ist nett. Erleidet Schaden durch Kampf. Sehr gut. Gerät in Wut, wenn sein Leibwächter angegriffen wird. Mache ich nicht. Karago haben wir nicht dabei. Sollte gehen. Zack, hallo. Wo ist er denn hin? Ach, da. Todesstoß Nummer Uno. Jetzt wird's ja aber eng hier oben. Hey, yes.
Gib mir mal ein bisschen Platz. Personal Space, Freunde. Oh, jetzt habe ich Dings verkackt. Hier ist ganz schön eng, ey. Eieieiei. Das ist hier noch so ein doofer Berserker. Shit. So. Alter. Das war knapp. Aber noch erwischt. Sehr gut. Heidenei. Da hat mich fast der Berserker da auseinandergenommen. Redback, 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 Redback. Wenn's sonst keiner macht. Waldläufer, wir haben's geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Nee, um die habe ich mir ja schon gekümmert. Ich brauche eine schärfere Klinge. Obwohl, also ich bin da ja wirklich... Bis auf das Wissen, dass es noch einen zweiten Bereich gibt, bin ich ja doch sehr ungespoilert. Ob Redback der Endboss wird, wir helfen ihm und er kriegt Macht und Macht und Macht und dann am Ende sagt er, hier mein Freund, kannst du mal versuchen. Das wäre witzig. So, das dunkle Monument, jetzt verfügbar. Ah, okay, es geht hier doch noch weiter ein bisschen, sehr schön. Achso, ja, jetzt ist, zerstöre das Gurtau und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Okay, gucken wir uns direkt an. Wie gesagt, ich denke aktuell, ich gucke nochmal, Verbesserungen. Ah, guck mal, ist alles freigeschaltet jetzt, gibt nicht mehr freizuschalten. Was haben wir denn hier? Kritischer Treffer verdreifacht den Anstieg. Flamme der Vergeltung. Gegner mit dem glühenden Schwert zu treffen verursacht doppelten Schaden. Doppelte Angriff, wenn deine Trefferserie voll aufgeht, kannst du zwei anstatt. Schattenangriff aufeinander. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Das ist ja krass. Geisterbrand. Drücke T. Say what? Geil. Ja. Was ist das hier? Achso, das war das. Hier haben wir drücke K, um alle Gebrandmarken. Aha. Zing. Alter Lachs. Okay. Ich hab grad nicht so. Ich weiß es nicht. Sag doch auch mal was. So, das brauchen wir im Leben nicht. Da bin ich eh zu schlecht für. Das ist natürlich nice. Obwohl ich inzwischen ziemlich gut mit dem Auslösen von der Trefferserie bin. Das können wir mal machen, wa? Das machen wir. Oder wir heben uns hier Punkte auf für Dings noch. Für die. Aber die sollten ja, wenn die durch Hauptquest, kriegt man die ja dann automatisch freigeschaltet, ne? Also Grog vergiften haben wir auch nicht selber bezahlt. Sagen wir automatisch. Komm, machen wir einfach. So, dann gibt's hier nochmal mehr Elbengeschosse. Schön. Machen wir das. So. Sehr, sehr beautiful. Dann geht's jetzt mal weiter zur Quetschte. Hier etwas, doch wenn ich mich umdrehe, ist nichts zu sehen. Schwuppdiwupp. Oh, die ist ja, glaube ich, in der Höhle da hinten, die Quest, ne? Also, vielleicht gibt's ja da Fledermäuse. Man wird ja wohl noch hoffen dürfen.
Wo war denn der Eingang? Bin ich vorbei. Hier nämlich. Ach nee, ist gar keine Höhle, ist hier nur so Lager. Schade. Aha, das sieht interessant aus. Ich wollte gerade Quick Save drücken, aber gibt's ja nicht. Zerstöre das Gore Tau und locke die schwarzen Hauptmänner hervor. Machen wir. Wer, wenn nicht wir? Bitte, hm? Du hast gesehen, wozu diese Monster fähig sind. Es wäre Wahnsinn, hier zu bleiben. Ja, aber die Umstände haben sich geändert. Verstehst du? Er ist nun auf unserer Seite. Warum sollte er uns helfen? Vor kurzem war er noch unser Feind. Talion. Redet ihr von mir? Ich werde den anderen das Verbandszeug bringen. Die Orks erbauen ein Monument zu Ehren Saurons. Wir haben genug Schießpulver, um es zu zerstören. Gut. Ich nehme es und ich bring's zu Ende. Nicht ohne meine Unterstützung. Ich dachte, du wolltest bloß noch deine Frau retten. Dachte ich auch. Na los, gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Na gut. Hab Nachsicht mit Erin. Sie sorgt sich um das Schicksal unseres Volkes. Die Sklaven, die wir gerettet haben, sagten mir, wo das Monument des dunklen Herrschers am verwundbarsten ist. Dort werden wir angreifen. Wir müssen okay. Den Uruks einen ihrer Grockkarren stehlen. Das würde unserem Schießpulver die nötige Würze verleihen. Lass uns gehen. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das ganz angenehm. Ich habe jetzt eben, musste ich gar nicht selber laufen. Sondern bin einfach mitgelaufen worden. Ghoul. Total. Ein Ghoul? Ernsthaft jetzt? Ghule haben sich gegen die Uruks gewandt. Die Natur kann nicht gezähmt werden. Also ich finde hier das Folgen und Verfolgen, die Quests ist dort sind echt gut gelöst. Sei bereit. Wo es Grog gibt, warten auch Uruks. Das funktioniert ja sehr, sehr gut immer. Wenn ich fertig bin, wird kein Uruk mehr am Leben sein. Das verspreche ich. Der Karren, der Funke unserer Rebellion. Okay, dafür musste ich jetzt hier 3 Sekunden rumstehen und konnte nichts machen. Diese Schattenangrifftötung ist einfach der Mörderhammer, ey. Ich locke mal den Schildfritz an. Die nerven mich immer am meisten. Na komm, na komm. So, haben wir einen. Können direkt den nächsten machen. Dass ich das geskillt habe, gefällt mir extrem gut. 2 noch. Habe ich ein Glück, noch am Leben zu sein? Sehen, wie der Geist des Waldläufers in Lorms Kopf explodiert ist. Ja, ja, hast du ein Glück, noch am Leben zu sein. Huch, da ist vorbei mit dem Glück. Das ging aber schnell. So ist es. Erst hat man kein Glück und dann kommt nur noch Pech dazu. Und ab 5 Euro ins Phrasenschwein, Finn. Gute Arbeit, Talion. Nun müssen wir sicher gehen, dass meine Männer den Karren unversehrt zum Monument transportieren. Okay, ich setze mich auf den Karren drauf und... So. Marsch! Schiebt, Jungs! Schiebt! Die machen nix. Na gut, dann eben nicht. Dann folge ich halt Hirgon, wie die Quest es verlangt. Sieh nur, wie schnell das Böse um sich greift. Dieser Verfall. Gondor darf den Schatten nicht anheimfallen.
Lass uns gehen. Ja, wir gehen ja schon. Was brennt denn da? Habe ich das schon mal gesehen, wie es da brennt? Wie, was, wie? Es verbirgt sich etwas in den Schatten. Ghule, sie werden uns das Fleisch von den Knochen reißen. Ich glaube nicht. Zack, und noch ein. Das ist göttlich. Also das Beste, was ich seit langer Zeit geskillt habe. Großartig. Die Übungen sind nicht so lustig wie das Lager der Uruks liegt vor uns. Töte sie und meine Männer folgen. Ich werde in der Nähe bleiben, falls du Hilfe brauchst. Okay, ich danke dir. So, das ist echt auch ein guter Weg, ungesehen irgendwo hinzukommen, ne? Oh, direkt über mir. So, 3 down, 5 to go. Feuer! Huch, der lebt ja noch. Ich dachte, der wäre jetzt tot schon. Habe ich doch extra so gemacht. So. Kumpelchen. Ey, schubst der mich? So nämlich mal. Ja, jetzt leidest du. Hast du jetzt davon? Hoshu, der Starke. Das ist ein Hoshi, ey. Der Hoshu. Verhöhnt andere Uruks, die jämmerlich genug sind, um Angst zu zeigen. Es ist manchmal... Ich habe zuerst verwöhnt gelesen gerade. Verwöhnt andere Uruks. Das ist, wäre mal was Neues. Ja, so, dann müssen wir wieder zu Hirgon. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich, wir gucken, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Wenn es wieder heißt, Let's Play Mordor's Schatten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.